Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man ein Kleid umfärben kann. Heute zeige ich euch, wie man daraus ein schwarzes oder ein weißes Kleid machen kann. Ich werde jetzt einfach mal an dem Bild weiterarbeiten, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wenn wir das ganze Kleid jetzt zum Beispiel weiß färben wollen, dann könnten wir jetzt einfach mal probieren, hier reinzugehen nochmal und die Helligkeit einfach zu verändern. Aber ihr seht schon, das Ganze wirkt einfach nicht, weil wir Details verlieren und vor allem auch Kontrast. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier nochmal ausblenden. Und was wir stattdessen tun müssen, ist eine Schwarz-Weiß-Ebene anzulegen. Und diese stellen wir auf Aufhellen. Dann werden wir hier die Gelbtöne komplett nach links ziehen. Dadurch werden die Hauttöne wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht. Und dadurch, dass das Kleid jetzt rot ist, können wir jetzt einfach mal die Rottöne hier anfassen und nach rechts ziehen. Und ihr seht schon, das Kleid wird weiß gefärbt, ohne dass wir irgendwelche Details verlieren. Natürlich wird das hier auch ein bisschen im Gesicht mit übernommen. Die Haut hat auch Rotwerte. Aber das können wir jetzt ganz einfach mit einer Maske wieder rausnehmen. Beziehungsweise kann ich jetzt einfach die Maske nehmen, die wir hier von der letzten Episode noch genommen haben. Klicke die einfach mal an, drücke die Alt-Taste dabei und ziehe sie auf die andere Maske. Das Ganze können wir natürlich auch genau umgekehrt machen. Ich gehe jetzt hier nochmal in die Palette rein. Wir müssen eigentlich nur die Ebenenfüllmethode statt Aufhellen auf Abdunkeln setzen und dann die Rottöne abdunkeln, bis wir da ein schönes schwarzes Kleid haben. Ihr seht, das ist ganz einfach, dieser Trick. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!